Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier in unserem Energiezentrum Nord. Or is it? Energiezentrum Nordwest. Nordwestenergie. Jawohl, ich habe hier ein bisschen ausgebaut. Wir haben früh am Morgen, die Sonne geht auf. Herrliches Wetter. Eben hat es noch gewittert, jetzt ist schöner Sonnenschein. Und ich zeige mal kurz, was ich hier gemacht habe, denn ja, das war mir alles zu wuppelig hier am Hang da mit den Leitungen und so weiter. Wir haben also jetzt zwei Pumpstationen, die hier mit 120 Kubik pumpen das Wasser aus dem See. Gott sei Dank geht er nicht leer. Dann habe ich eine Pipeline-Überkreuzung, die habe ich hier gebastelt. Ich finde dieses Design wunderschön. Ich hoffe, du auch. Und dann haben wir hier einen weiteren Aufgang. Und dann einen Flüssigkeitsspeicher. Füllrate, Abflussrate hält sich in den jeweiligen Grenzen. Und wir haben hier unten eine Pumpe, die entsprechend bewerkstelligt, dass hier auf die Höhe gepumpt wird. 16 Meter ist die maximale Förderhöhe. 20 können wir erreichen. Durchflussrate ist okayisch. Und ja, wir sehen auf jeden Fall auch, Kohle kommt hier immer hinreichend an. Da müssen wir nichts beschleunigen. Ihr erinnert euch ja noch, wenn dann irgendwann die Energie knapp wird, dann muss man da immer ran und da muss man immer nachgucken, dass genug Kohle da ist. Jawohl. So, ich habe auch ein bisschen an meinen Einstellungen geschraubt hinsichtlich meines PCs. Ich habe da immer wieder so ein paar... der PC wird jetzt 3 Jahre alt. Es wird langsam auch Zeit, den mal zu tauschen. Aber ihr seht, der läuft trotzdem immer noch flüssig. Das ist ja NASA-PC. Einmal kaufen und dann 3 Jahre Ruhe für jemanden, der das beruflich nutzt, ist, glaube ich, schon nicht schlecht, ne? So, wir sehen Energie, wollte ich noch zeigen. Produktion gerade 225, maximale Kapazität 315. Hier oben die graue Linie, maximal 174 Liter braucht. Das heißt, das sieht gut aus. Ich dachte, so ein bisschen designtechnisch machen wir das auch hier mit diesem kleinen Rand hier wieder dran, so ähnlich wie bei den Fenstern. Und ja, Giraffe ist auch unterwegs und hat Spaß an den Wasserleitungen. Und ja, so habe ich die Leitung hier verlegt mit diesem Nudelmodus. Und so gehen die dann hier über die Bänder drüber und dann passt das auch hier. Ja, wir sind Aussicht genießen hier oben auf den der Kollege, dem geht's gut. Ja, und dann entsprechend hier die Abzweiger dran und das Ganze hat natürlich dann auch zugeführt, dass wir viel mehr Energie haben und deswegen habe ich schon mal ein bisschen die Fabrik ausgearbeitet und das zeige ich euch jetzt. Und wo kann man am besten sehen, ob eine Fabrik fertig ist oder nicht? Ja, natürlich am Ende der Fabrik. Und deswegen schauen wir mal. Wir haben hier also auf jeden Fall genug Schrauben. Zumindest sieht es so aus. Und wir sehen aber, wir haben zu wenig Eisenplatten. Ich habe allerdings deutlich ausgebaut, was man daran sehen kann, wie viele Eisenplatten wir hier schon haben. Also Stahlplatten. Oder ich muss mir wirklich mal die richtigen Nomenklaturen angewöhnen. Und jetzt regnet es doch schon wieder. Meine Güte. Jedenfalls können wir mal gucken, was ich hier weiter ausgebaut habe. Jetzt hat auch das Aufnahmeprogramm falsch aufgenommen. Also, ich habe hier die Stangenfertigung ausgebaut auf eine zweite Maschine. Beziehungsweise erstmal die Schraubenfertigung auf eine zweite Maschine ausgebaut. War dann gesehen, na, das wird ein bisschen eng. Aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall genug Schrauben für die Sachen oben, weil natürlich die Platten fehlen. Hier seht ihr, ich habe die Schrauben, die Stangenfertigung ausgebaut auf 3 Fertigungen. Und auch da könnten wir jetzt mal gucken, ob die Maschinen noch voll sind. Sehen wir hier, Maschine ist voll. Das heißt, wir könnten hier direkt noch eine weitere dann gleich da hinbauen. Jawohl. So, und hier. Hier wäre jetzt der Casus Knactus. Hier wäre nämlich die Plattenfertigung, die viel zu dünn ist für alles weitere, was wir jetzt machen. Und wir sehen aber, das liegt nicht unbedingt an den Eisenplatten selber, sondern es könnte auch daran liegen, dass zu wenig Eisenbarren ankommen. Eisenbarren kommen hier nur aus einer Lane. Das heißt, wir müssten hier vermutlich, nein, müssen wir nicht, wir müssten eventuell die Förderbänder beschleunigen. Oder wir müssen... Ja, ich würde sagen, wir erforschen erstmal Tier 2 Förderbänder. Wir gucken mal, was das kostet. Und dann muss ich mir eben die Aufnahme reparieren. Aber trotz Regen scheint die FPS jetzt stabil zu sein. Also so ein paar Tweaks, die man immer wieder machen kann. Mal den ganzen PC mal komplett neu machen. Alle Treiber, alles Mögliche draufziehen, kann schon mal helfen. So, was hätten wir denn für Tier 2 Beförderungsgerät? Hier. Ach, guck mal, das kriegen wir doch hin. 200 Sack.
Dann würde ich sagen, ich suche mal den Kram zu Ende und repariere die Aufnahme und dann sehen wir uns wieder, wenn wir Tier 2 bauen können. Die Aufnahme hoffentlich gefixt. Ich hoffe, vielleicht ist auch nichts durcheinander gekommen. Ich habe gerade überlegt, wir haben eigentlich einen sehr einfachen und schnellen Fix, den wir hier machen können für das Problem, bevor wir es auch erforschen, weil wir haben ja in der Tat zu wenig Eisenplatten. Dann können wir zwei Sachen fixen. Zum einen, wir schicken die hier direkt durch erstmal. Wie wir auch überhaupt nicht sehen, wie viel zu groß dieses ganze Ding hier geworden ist. Das ist echt Wahnsinn. So. Aber dann gehen die hier nämlich direkt raus und die kriegen da oben auf jeden Fall immer genug Eisenplatten. Zum, genug Eisenbarren zum Bauen. Sollten sie zumindest. Was wiederum bedeutet, dass wir dann die Plattenfertigung auch um eins erweitern können. Und dann sollte die dann hier auch zeitnah volllaufen, wenn oben die Maschine vollgelaufen ist. Das heißt, wir können hier mal eben kurz eine weitere... Hatte ich da jetzt immer Platz gelassen, damit wir da rankommen, oder wie war das? Nee, natürlich nicht. So, packen wir die mal hier hin. Dann haben wir hier den Eingang, Ausgang. Genau. Ich glaube, der wird falsch stehen, oder? Gucken wir nochmal weg. Ja, wie ich schon sagte, ne? Also mit mehr Energie werden wir natürlich auch mutiger. Und dann machen wir hier weitere Eisenplatten raus. Und dann führen wir das hier wieder zusammen. Es fehlt übrigens Eisenplatten, ne? Ist ja witzig. Stapeln die sich schon? Jawohl. Sehr gut. Und dann geht der da raus. Der geht hier weg. Der geht dahin. Der geht dahin. Und der geht dahin. Und da ist der Jochen. Der Rochen. Gut. Da werden wir eben drauf warten, während die Eisenplatten sich hier aufladen. Könnten wir mal gerade eben eine Sache schauen. Nämlich, ich würde trotzdem gerne noch hier den Rest der Energieversorgung durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, wie viel wir da noch haben. Und was wir auch noch währenddessen wir darauf warten machen könnten, ist einmal diese neuen Kioske ausprobieren. Die kenne ich nämlich noch gar nicht. Nämlich, wir haben einmal den Shredder und wir haben mal den Awesome Shop Shredder. Wollen wir die mal hier so hinpacken? Ich weiß ja nicht, wie der funktioniert. Kann man da auch anliefern? Ja, kann man auch anliefern. Das funktioniert so gar nicht. Dann stellen wir den mal lieber hier oben irgendwo hin. Hier bei unser Zentrum. So, und dann können wir hier offenbar überschüssige Sachen reinschmeißen. Ha. Wie geht denn das dann? Was haben wir denn hier Überflüssiges? Oder geht das nur, wenn man da ein Förderband anschließt? Verwandelt jedes... Okay, das geht offenbar nur, wenn man ein Förderband anschließt, nehme ich an. Gut, dann gucken wir uns trotzdem das andere Teil noch an. Den Awesome Kiosk. Aber was mir nämlich aufgefallen ist, dass hier sehr, sehr viele Sachen, die wir eigentlich haben sollten, die fehlen. Und ich nehme an... Oh, wir brauchen keinen Strom. Ich nehme an... Das heißt, alle Sachen, die wir gegen Tickets kaufen können, diese Sonderrampen und so weiter, sind jetzt hier drin und wir müssen diese Tickets auch wirklich dann erarbeiten, um hier Designsachen, wie zum Beispiel hier diese Wände mit den Förderbändern, die wir eigentlich haben wollen, freizuschalten. Und das heißt, wir müssen auch eine Fabrik bauen, die wirklich so ist, dass sie diesen Shredder betreibt, damit wir die Tickets bekommen. Das ist ja Wahnsinn. Haben wir denn jetzt wohl 300 Platten? Schauen wir mal kurz. Das haben wir ja gerade geändert. Ja, wie findet ihr das, dass diese Rezepte für Designelemente, dass die ausgelagert wurden? Schreibt es doch mal gerne in die Kommentare rein. Und dann bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, 162. 173, da fehlen noch ein paar. Die können wir von oben holen, weil diese Maschine sollte ja voll sein. Ah, und der Jochen, der Rochen ist wieder unterwegs. Ja, schon so ein bisschen unheimlich, ne? Muss ja schon sagen. Aber es gibt uns auch ein bisschen das Gefühl, nicht alleine zu sein. Jetzt, wo wir schon die Monster nicht anhaben, die uns töten wollen, haben wir zumindest die Mobs da, die lieb zu uns sind.
vermeintlich. Ich hatte übrigens die Maschine ausgestellt, damit wir hier die... Platten... Wieso? Wieso läuft denn die nicht mehr voll? Hä? Okay, ich bin verwirrt. Und wir packen den Laden voll. Wunderbar. So, dann. Was wäre das nächste? Vielleicht hier diese Fahrzeuge. Und dann müssen wir irgendwann in die Gießerei rein. Aber, was ich ja eigentlich machen wollte, jetzt wo wir mehr Strom haben, ist, wir müssen jetzt die Kupferfabrik bauen. Damit wir... damit wir dieses Ganze... Wir müssen da mal eben Drähte holen und so weiter, damit wir das loswerden. Das heißt, wir gehen jetzt mal schauen. Hier vorne war das Kupfergebiet. Da nehmen wir direkt mal reichlich Sachen mit, die wir brauchen, um Strommasten zu bauen. Gott sei Dank haben wir die auch dabei. Drahttechnisch sind wir etwas dünner aufgestellt. Da würde ich sagen, dann... Ne, genau das, was ich gerade meinte. Da machen wir uns noch ein bisschen Draht. Und Kabel meine ich natürlich. Ich sage das immer falsch. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir direkt dorthin, wo wir Kupfer abbauen können in rauen Mengen und beginnen dort auch dann eine kleine Basis zu bauen. Denn, ja, das hatte ich schon gesagt, ne, ich möchte diese ganzen Fertigungen und so weiter so ein bisschen auseinanderlagern. Das heißt natürlich, dass auch Fahrzeuge oder Bahnen fahren müssen, die dann die Güter hin und her transportieren und solcherlei Sachen mehr. Was aber nicht mehr sein soll, ist, dass ich hier dann irgendwie rumlaufe und, ne, dass wir dann hier ewig und drei Tage brauchen. Bis wir den Kram hier fertig kriegen. Machen wir eben unseren Inventar ein bisschen sauber. So. Das mit dem Kiosk finde ich immer noch sehr witzig. Was gibt's denn da alles? Das ist, Customizing, Fundament, verschiedene Sachen, Kabelhalterung. Ach, du dicke Männer. Das müssen wir mal in Ruhe angucken. Aber die haben wir ja nie, ne? Wir sind ja mal hier auch im... Das müssen wir ja mal abhetzen. So, nehmen wir noch ein bisschen Fundamente mit. Und packen hier mal eben noch unsere Holzreste rein, die wir nicht haben. Dann machen wir das halt mit Blättern. So. Und dann gucken wir mal eben kurz, wie das mit den Platten aussieht. Denn wir brauchen natürlich auch für ein, zwei Förderbänder noch ein paar Platten. Und wenn wir direkt Kupfermine, zumindest eine erstmal bauen, dann brauchen wir auch noch Platten. Und wir könnten mal eben gucken hier Tier 2, dass wir hier sofort das dann Förderlift MK2, Förderband MK2. So, wie ging das nochmal? So, okay. Ja, das hat genau gepasst. Das Problem ist nur, dass da oben jetzt die Sachen noch nicht schnell genug sind, ne? Komme ich irgendwie von Hölzchen auf Stöckchen. Aber das ist das Schöne an diesem Spiel. Das ist das wirklich, wirklich Schöne, wie ich finde, an diesem Spiel. So, genau. Und dann brauchen wir nämlich nochmal von den Stahlplatten. Ob wir heute noch den Grundstein legen für die Kupferfabrik, ich weiß es nicht. Hetz mich nicht. Und wir brauchen auf jeden Fall diese Transportröhren-Dinger, die wir ja schon gesehen in so einem... Preview-Video. Ist aber schon steinalt, ne? Also sieht man mal, wie lange das Spiel nicht mehr gespielt haben. Umso besser, dass es wieder da ist, wenn ihr es auch findet. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr mich das unterstützt, denn, ja, ihr unterschätzt das, Leute. Schneiden, rennen, hochladen. Sag's euch. So. Gut. Dann brauchen wir nämlich hier unten... Ach, ich krieg einen Drehwurm hier. Die Bänder müssen noch schneller. So, und jetzt sollten auf jeden Fall dann auch die Fabriken immer volllaufen und wir können uns gen Kupfer begeben. So, das heißt, wir werden wahrscheinlich dann hier unten durch. Nehme ich mal an. Ich hoffe, es wird jetzt noch nicht dunkel. Das wäre nicht so schön. Wir müssen aber irgendwann mal die Schnecken einsammeln, aber ich glaube, ich habe... Da gibt es ja auch nur ein begrenztes Inventar an den Viechern, ne? Da müssen wir da auch ein bisschen sparsam sein. Mal schauen. Ja, in unserem Livestreams haben wir immer hier, hatten wir hier dann diese riesen Eisenbahn am Ende, ne? Das war auch irgendwie cool. Da war ich nicht so alleine beim Spielen. Hatte ich immer die fantastischen Zuschauer mit an Bord. Und das sieht auch schon wieder prädestiniert aus wie eine Strecke, die wir dann demnächst dann hier mit LKWs abgrasen. Verbrauchen die Masten dann eigentlich unterwegs
Jetzt in der Realität ist es ja auch so, ne? Wenn du sehr lange Stromleitungen hast, dann haben die natürlich einen Leitungsverlust. Ist das ja auch so? Geradeaus. Geradeaus. Ich weiß nicht, ob das im normalen Gameplay hier Gift wäre. Ich glaube ja, ne? So ist es da lang. Also irgendwie war so eine Gift. Hier war doch irgendwo auch so ein Giftwolkengebiet, oder nicht? So. Da. Wahrscheinlich unter den Felsen, ne? Dann können wir hier schön oben die Stromleitung hinmachen, wenn das Kabel lang genug ist. Nein, das Kabel ist zu kurz. Das ist ein Problem, mit dem kenne ich mich nicht aus. So. Aua. Und hier ist unser Kupfervorkommen. Und hier können wir unsere wunderbare Fabrik bauen in dem Talkessel, wo es dann immer dunkel ist. Huh. Wollen wir das? Aber wenn dann eins höher, ne? Würde ich sagen. Gut. Dann legen wir los. Wir bauen einen... Ich bin immer irgendwie ein Miner. So. Und dann würde ich sagen, sollten wir irgendwann wieder mit Feinden und Gift und so weiter anspielen, sollten wir die Basis nicht so bauen, dass die direkt dann im Gift steht. Das ist ja vermutlich etwas suboptimal. Und wir könnten gucken, ob es hier noch weitere Vorkommen von irgendwas gibt. Weil wir haben ja hier dann die Möglichkeit, noch ein bisschen uns dann in eine Richtung zu verlagern. Kohle gibt es schon mal nicht. Kalkstein. Die Richtung. Da hinten. Und da oben natürlich. Und Eisenerz. Geht dann da weiter. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen die Basis hier hin. Unsere Kupferverarbeitungsbasis. Und zwar so, dass wir hier oben noch mit dem Fahrzeug drüber fahren können. Das heißt, wir beginnen. So. Okay. Diese Pflanzen sollten wir dann nachher natürlich entfernen. Ich weiß nicht, ob die da wieder nachwachsen. Jetzt gucken wir mal, die Mine ist da. Da könnte man theoretisch mit einem senkrechten Förderband hier rangehen. Würde ich mal so vorschlagen. So. Und dann ist das so unser erstes grundlegendes Gerüst hier. Müssen wir mal gucken, wie breit wir das machen. Ja, das soll ja auch wieder dann ein Hub werden, den wir dann noch irgendwie ausbauen oder... Also zumindest ausbauen können. Das war jetzt noch nicht wissen, ob wir den wirklich ausbauen, aber... So, und der wird sich dann in die Richtung erstrecken, weil da hinten noch ein Vorkommen von Beton ist, das wir dann auch mit berücksichtigen können. Ja, man glaubt ja immer, das ist alles viel zu groß, aber am Ende ist es viel zu klein. Und deswegen machen wir noch eine hier dran. So. Genau, und dann kommt von hier kommen die Sachen rein und wir können da hinten die Basis noch erweitern und natürlich dann wie bei der anderen auch nach oben. Das heißt, wir brauchen jetzt hier einen Senkrechtförderer. Das findest du wohl witzig. Nee, so rum nicht. Der soll schon so rum, aber der soll andersrum. Verstehst du? Wie machen wir das denn jetzt? Na, dann müssen wir es anders machen. Dann machen wir ein normales Förderband. So. Und dann gehen wir damit hoch. Wenn wir überhaupt noch genug Platten haben, dann haben wir nämlich wieder das Drama. Die sind schon so ein bisschen fies, oder? Ich weiß auch nicht. So. Da werde ich nur Eisenplatten mitgenommen, siehst du? So geht das nämlich. Und dann können wir nämlich mit dem hier normal hier dann da rein. Wenn das jetzt noch ein Fensterluke wäre, wäre das ja noch schöner. Hm. Ja, irgendwie muss das auch anders gehen, dass man die runterbauen kann, oder? Hm. Dann bauen wir den mal. So. Und da haben wir keine Platten mehr. Gut, dann hole ich nochmal ein bisschen reichlich Baumaterial. Und was wir sonst noch so brauchen hier. Übrigens, Profi-Tipp, wenn man das Förderband, wie ich es eben gemacht habe, von oben nach unten zieht, dann die R-Taste drückt, das platziert, ein Förderband ranmacht, das wieder wegmacht und dann von unten nach oben zieht, dann kann man das sehr wohl perfekt ausrichten. Ja, und ich habe jetzt das so gemacht, dass wir hier vielleicht so ein Hub-Entry-Point haben
wo die Sachen alle reinkommen und dann hier weiterverteilt werden können auf dieser Bahn. Und das heißt, wir könnten theoretisch und praktisch könnten wir hier anfangen, dann die ersten Schmelzen zu bauen, die dann entsprechend hier arbeiten. Jawohl. Und ihr kennt das Mantra schon, wir lassen lieber viel zu viel Platz als zu wenig, weil wir am Ende wissen, es ist eh immer alles zu eng. Beziehungsweise wir sollten das nach da hinten raus verlängern, ne? Weil hier hätten wir dann Dead End, wenn wir das so machen. Das heißt, wir stellen die Schmelzen beginnend hier auf. Machen wir erstmal 2. Dann machen wir das wieder weg. Und dann brauchen wir die Splitter. Und je nachdem, wie wir das dann gestalten, lassen wir die erstmal hier durchlaufen. Until further notice. Wo ist denn... Findet der nicht. Passt das jetzt? Habe ich den falsch gesetzt? Da ist der Eingang. So. Jetzt nochmal die Achse. Jawohl. Und die... Nee, ich habe einen Lauf. Auch verkehrt rum. Moment, wir haben es gleich, Leute. Wir haben es gleich. So, jetzt halt nochmal. Dahin. Und dahin. Dann das Ganze einmal drehen. Jetzt müssen wir das wieder so machen. Und so. Und so. Und dann brauchen wir Ströme. Den packen wir mal hier hin. Hier hin. Ich habe das gerne so ein bisschen symmetrisch, falls euch das noch nicht aufgefallen sein sollte. Und nein, ich meine mit symmetrisch nicht Klotz, lieber Zuschauer. Das ist nämlich eine Frechheit. So, damit läuft dann hier schon mal die Produktion. Und dann könnten wir theoretisch und praktisch das ja wieder mit dem U-Turn-Band machen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall die Lagercontainer auf die äußere Seite. Genau. U-Turns haben immer den Vorteil, dass du erweitern kannst, ohne dass du das alles komplett wieder neu bauen musst, weil du einfach dann das U verlängerst und dann passt das wieder. Clever. Schon fast zu knapp hier, Leute. So. Das heißt, wir brauchen einen Fusionator, der hier rausgeht und von da kommt. Jetzt habe ich wieder diese Dinger im Inventar. Das ist ja Gott sei Dank gar nicht nervig. So. Da rein. Und dann... Ja, mit dem U-Turn läuft er normalerweise dann so hier rum, ne? Ja. So. Und dann läuft das Ganze hier rein. Dann können wir die da reinpacken. Gucken wir mal, was das jetzt mit unserem Strom macht. Das sollte ja eigentlich überhaupt kein Problem sein. Production und Consume ist jetzt auf einer Linie. Capacity ist aber immer noch weiter oben. Das heißt, da können wir noch ein bisschen. Und ja, das heißt, theoretisch könnten wir dann die weitere Fertigung dann hier drüber bauen. Ne? Also wieder auch 2-Etagen-Gebäude, das immer weiter erweitert wird. Ja. Ich würde sagen, das baue ich jetzt erstmal in Ruhe. Eine 2. Etage. Wo dann Drähte hergestellt werden und erstmal, ich sag's jedes Mal falsch, erst werden hergestellt die Drähte und dann werden hergestellt die Kabel. Und dann werden irgendwelche Verbundkomponenten noch weiter höheren Etage zusammengebaut, wo wir dann gucken müssen, wo hier irgendwo dann auch eine Anlieferstation ist, die Sachen anliefert, die dann von der Basis da hinten ankommen oder so. Ob wir das mit Förderbändern über den Berg machen oder so, schauen wir mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. An dieser Stelle ist jetzt Schluss. Die nächste Folge gibt es jetzt sofort auf Garderoll Plus, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und dann auch noch dafür sorgen, dass auch wirklich eure Unterstützung bei mir ankommt. Nicht beim US-Konzern Google, wo die Hälfte landet ansonsten, wenn ihr da was macht. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin gespannt, wie euch das gefällt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.